Jakob, wo sind wir gelandet? Sind wir gelandet in Saloniki, liebe Freunde, und da laufen wir so runter über, such mal so, wo das Street Food ist. Da probieren wir alle Spezialitäten, was die machen hier. Sind berühmte Saloniki, Essen ist gut. Probieren wir das. Bleiben Sie dran, da fahren Sie mehr. Jakob, was holst du? Da holen wir so eine Kolouri mit Sesam. Hier die Frau hat sich bestimmt so eine leckere Kolouri. Dann ein paar Romain, brauchst du? Ja, brauchst du ein paar Brote? Δεν έχω καλό. Αυτό είναι πάλο φούρνο, αυτό είναι πάλο φούρνο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό. Εσένα σε αρέσουν οι 18. Αυτό να αυτό σίγουρα. Άσε και χέμα τη φράζα. Ναι. Μέσα κουλίτσα. Όχι, έτσι το θέλω. Θα νέμα έναν τσοπροβίρι, ναι. Οφιέν φάλ. Οφιέν φάλ. Πάμε σημαίνει. Πάρε με φωτογραφία. Ω, ευχαριστώ. Da haben wir geholt so einen Sesamring, so eine Kolouri von Saloniki. Das sind bekannte von seiner Kolouri. Probieren wir das, was schmeckt das? Ne, von innen eine schöne Weiß, ne, vom Außen, der hat so eine Kruste mit Sesam. Diese einmal, das macht den Unterschied. Ne? Und dann die Leute essen Kolouri mit Sesam. Probieren wir mal, wie das schmeckt. Oh, ja, nicht schlecht, ne? Gut. Sehr gutes Material. Schon durchgebraten. Besonders mit dem Sesam. Künstlicher Sesam mit Kolouri aus Saloniki. Da sind sie dran. Aristoteles heißt die Gegend hier. Ne? Wir suchen Essen, Street Food. Street Food ist nicht hier, also muss man woanders gehen. Müssen wir suchen, ne? Ja. Aber du warst früher hier auch schon, ne? Als Kind. Ja, so lange, ja, immer 45 Jahre, ne? Ist viel geändert, alles ist nicht mehr wie früher, ne? Wann warst du hier? Einfach 70er Jahre. 72, 73. Hast du hier auch im Restaurant gearbeitet, ne? Ja, habe ich auch hier im Restaurant gearbeitet. Da habe ich mein Essen gehabt, ne? Wenn man kocht, da. Da erstmal so, da schiebt man den Mund, da probieren wir. Mmh, schon warm. Lecker. Lecker? Was ist da jetzt drin genau? Bitte? Was ist da drin genau? Spinat und Schafkäse. Schau sie mal. Mmh. Lecker, schon, sieht gut aus. Schön gemacht, verfeinert, das Spinat mit dem Schafkäse. Das ist so lecker schön. Ja, morgen früh so was zu essen, die Rebeka, Panakopita, Lurazza, Wasabi. Kiriako, wo sind wir? Wo gehen wir hier gerade rein? Ja, da sind wir auf dem Markt, ja, hier die Einkaufsstraße hier. Die Agora hier, sehr Salonik. Schöne Fische, ne? Die strahlen alle, so schöne. Tono, Garnele, Calamares, Zipura. Sinagrida. Ich habe auch hier früher gearbeitet, auch ne, da habe ich als Kind hier geschrien, hier Fisch verkaufen. Ich habe viel gemacht, getan, ne. Meine jüngere Zeit habe ich viel gemacht, getan, hier in Saloniki. Hier am Markt hast du gearbeitet? Ja, habe ich auch gearbeitet. Ich habe es dann. Bitte, Bauer, griechische Wurst hier verkaufen. Oh ja, Kalimera. Und er verkauft so Gewürze, ne? So Zeit wo nur. Schön, schön. Alles möglichst hier, Gewürze. Ja, so hier. Alle Speise hier. Oh.
Das ist aber eine. Das ist aber eine Geschmack. Argotas, Argotas. Argotas, για να πει τη μάση. Argotas. Αρχοντικό, μπαχαρικό, ο φίλος εδώ, ο Μόρτης είναι ωραίος. Ναι. So, der hat ihm so sehr gefallen, das Gewürz, da haben wir so 100 Gramm gekauft. Zu probieren mal. Argotas nimmt er das. Wir probieren das mal zu Hause. Sagt, das ist gut zum gegrillten Sache. Da probieren wir vielleicht heute Abend, ne? Da machen wir was zu Blatt. Gucken wir mal. Ja, gibt es so verschiedene so Olivensorten, ne? Ja, da war mal so eine kleine Pause von an die Hitze, jetzt warm. Da trinken wir einen Schluck Frappé, ne? Liebe Leute, ja, Saloniki. Jakob, was gibt's so, hier? Hier alles? Gibst du die ganze Möglichkeit von Süßigkeit, von alles. Nüsse, Verfeine, so, ne? Alles schöne, schöne Decke hier mit alles. Ne? So Schuhe, so eine Tasche, Rucksack, Tasche, wo die Frau schön Kleider und so, ne, alles verschiedene Sachen. So eine Hut. Das ist auch so ein schöner Teil, dass das Mehl zu sieben, ne? Maismehl, Kühnmehl. Trachanan, da kann man da fahren, da kann man ja super. Gibt alles hier. Kyriakos? So lang, immer die Richtung oder die Richtung? Guck mal da durch. Ja, bitte, was denn? Ich glaube, früher hast du auch hier so diese Früchte hier hast du verladen, genau, hast du erzählt. Ja, hier auch mit dem Gemüse. Früher haben wir im Großmarkt gearbeitet, mit 13 Jahren alt. War ich sehr 3 Uhr morgens früh im Großmarkt. Haben wir abgeladen, den LKW und so. Haben wir gute Kugel verdient, ne? Schöne verschiedene Fette hier, ne? Mit Sidra. So, Lefkoteria, Geladino, Gelatsonas. Alles Feta, ne? Palma, ja, alles sind so verschiedene Sorte Feta, so Fettartige, ne? Kyriakos kennt sich hier sehr gut aus, der rennt die ganze Zeit weg. Habe ich auch hier früher gearbeitet, diese Laden, ne? Der genau war hier? Ganz, ja, der war ganz anders, ne? Vor 45 Jahren hier ist viel geändert, ne? Das Wahnsinn. War so klein, Junge, der Messer war immer größer. Das war so eine Metalllage, Messer, da haben wir so Virus geschnitten, gut angerollt und so. Der war Giros, war früher groß, so 100 Kilo Giros, so eine Parade. Guck mal, jetzt die machen so schmal und so, ne? Okay. So, da probieren wir jetzt Pirda, Giros Pita, so Vardari, Vardarischika Pita, da war mit Salonikiotika, ne? Probieren wir, wie das schmeckt, Saloniki, der Giros. Oh, Sebastian, muss er probieren. Ist gut, das geht was? Muss mal probieren, guck mal wieder. Das sieht gut aus, ja. Karamello, Männer, Psymeno, Kreas, Lemme. Lecker, Mann. Kann man empfehlen? Doch, ja. Ganz anderes hier. In Saloniki, der Girospita. Mit Pommes, mit Zwiebeln, mit Senf, mit Tomate. Schön gebraten. Ein Stückchen Fleisch. Ja, probier mal. Oh. Ne? Mm. Oh. Was sagst du? Sehr lecker, ja. Schön gesellt so. Genau, lecker. Ja. Saloniki, Giros Pita, Leute. Ich empfehle euch, was zu probieren. Saloniki, πήρε φωτιά, Saloniki, τα ελικόπτερα, κουβαλάνε νερά εδώ, τα κούτα. Ja, die sind am Löschen hier, ne? Das ist ein Feuer, wo... Oh, der kommt jetzt genau über uns. Ja, ne?
Da strahlt die Sonne sehr heiß, Leute. Sie muss mal so eine schade Ecke finden. Das heißt, das Gebiet hier, Kamara nennt man das. Und das Tor, ne? Und die Richtung geht erst die Meer runter, ne? Zu Lefkopyrgo, Pamekato, Naraxome, Kibuthana. Zu heiß, Leute, heute in Saloniki, über 35 Grad, aber abhaftbar. Es ist sehr warm, ja. Ja, so am Tag hier in der Stadt zu laufen, macht keinen Spaß. Aber gleich gehen wir, wir haben schon viele Kilometer gemacht, ne? Genau, ja. Oh, bestimmt und schon 10. Muss man so aussuchen, irgendwo so. Ein da, 41 Grad, da sieht man das. Das vernünftige Essen, ne? Ja, 41 Grad kommt man gerade lesen da. Oh Mann. Geh mal Richtung Meer, kriegen wir ein bisschen Luft mehr, ja. Ist am Schlafen, Kiriako. Ja, mit dieser Hitze, was wir da machen? Aber die hat ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, sind wir gleich am Meer. Am Meer, Mann. Frische Luft nehmen, ne? Hier in der Stadt ist es Wahnsinn. Alles zementieren, alles zu heiß. Wahnsinn. Genau. So warm. Aber trotzdem, schöne Stadt. Da habe ich gedacht, ja, dann gehst du zum Schiff, da wirst du Seemann. Ja. Von hier habe ich diese Gedanken, genau von hier. Diese Gedanken bekommen, weißt du? Ah, okay. Weil ich war 13 Jahre hier in Saloniki. Ich filme. Jung, ne? 13 Jahre jung. Ich filme gerade die Schiffe, die Leute. Ich war hier rumgelaufen. Früher waren viele Cafés hier, die da runter dagegen. Ne? Okay. Da haben wir da gesessen, Kaffee getrunken. Und dann habe ich ein paar Seemann getroffen, ne? Mhm. Und dann habe ich gefragt, also, was ist los mit den Schiffen? Gute Arbeit, guter Job. Und dann hat er gesagt, ja, gute Geld, bla bla bla. Und da habe ich so ein Seemannsbuch gemacht und dann bin ich in Piräus gelandet. Und dann bin ich, genau mit, hier, bin ich Seemann geworden. Genau also, hier saßt du. Ja, ja, hier habe ich die Idee bekommen. In Saloniki, Beach. Eine gute Küche hat und so, ne? Da kann man so genießen, bis Oktopus, Calamares, you know? Was Leckeres. Schöne Säure, Zina trinken, Uso. So, Sebastian, komm mal mit. Wir haben was gefunden hier, die Palate, wir machen uns schön essen. Mal probieren, was hat der da, ne? Kiriako, mit der Brille siehst du so studiert aus. Ja, ne? Bist du die Karte am Studieren? Genau, ja, muss man studieren, ne? Mal gucken, was schönes, leckeres Essen. Ne? Hast du dir was Leckeres ausgesucht? Ja, das Kobri nehme ich, ja, das mit Limettsoße. Oh. Genau, habe ich eine Kobri, nehme ich das. Angelegtes Kobri, gegrillt vom Grill, ne, als Vorspeise ein bisschen. Und wie schmeckt es? Probier mal. Das ist sehr lecker schon. Ne? Hast du schon probiert? Ja, ja. Genau. Ja, lecker. Mit der Zwiebeln, mit Zitrone. Aber das ist geräuchert, ne? Geräucherter Fisch, oder? Geräuchert, ja, wie Renga. Renga gab es nicht. You know? Dann nehmen wir das Renga gab nicht. Das riecht auf jeden Fall bis hierhin. Mhm. Aber. Toll gemacht, ist lecker. Das ist jetzt auch gekommen. Ja, ist auch lecker. So. Das sieht gut aus. Sehr super. So. Feta mit. Das ich mach eine das Panade, mal. So eine Panade, oh. Feta mit Susami. Guck mal hier. So ein Butterselätchen mit so Balsamico Dressing. Das sieht sehr gut aus. You know? Und die Eftimia hat, ja, die Eftimia hat Halloumi. Halloumi, Käse aus Kreta, ne? Das sieht auch super aus. Angelegte Tomate drauf, ne? Schön. Vorspeise ist schon mal gegessen, die war gut, sehr gut.
Ja, doch, sehr zufrieden. Wir sind noch an einem schönen Platz hier, ne? Ja, muss man sagen. Haben alles aufgegessen, ne? Schau mal so, was für eine Kalamare, jetzt haben wir gegrillt hier, ah, Mann. Schön, ne? Sieht super aus. Die Füße, tralala, mit den Lädchen, schön. Wow. Mann. Dann ist auch so, diese Risotto mit Garnelen. Ja, meins, genau, ich habe Risotto mit Garnelen. Und die Eftimia, die hat Oktopus. Eftimia, Oktopus mit Farbe. Wow, sieht super aus, ne? Mann. Ja, probier mal. Ja, genau, probier mal. Dann sag mal, was, wie das dir schmeckt. Gegrillte Calamari auf Salonika, Leute, lecker. Können wir empfehlen auch? Doch, ja. Ja, so ein bisschen Live-Musik auch dazu. Musik mit Gitarre, ist eine gute Kombination. Ja. Ja. So, Filimu, das war's. Von Saloniki haben wir schon gegessen, ne? Viele Turbo Calamari, schöne, leckere Essen. War sehr gut. Garnele, Oktopus, ne? Da haben wir den ganzen Tag gut gegessen, oder? Ja, da waren wir den ganzen Tag unterwegs. Ich hoffe, es gefällt euch, ne? Da haben wir unsere Mühe gegeben. Abonniert es mal bitte, schreibt einen guten Kommentar. Ja, Saloniki. Ciao. Ciao.